Hallo und grüß euch, ihr Gefundenen da draußen und einen wunderschönen zu einer weiteren Folge Age of Empires 2 in Mission 3 des DLCs Victors and Vanquished. Jo, was soll man da sagen? Beim letzten Mal hatten wir eine ziemliche Schlachtfolge und haben gegen die Umayyaden ein bisschen Prügel kassiert, ein bisschen Dresche. Ich habe jetzt nochmal den Spielstand geladen, bevor ich mit der Armee losgezogen bin. Und ich werde, wie am Ende des letzten Parts angekündigt, einmal die Option wählen mit dem Weltwunder. Ich gehe davon aus, wenn das Weltwunder steht, dass dieser Niederlagentimer dann ja durchtickt. Und dann kommt er zu uns. Ist jetzt so ein bisschen meine Annahme. Falls diese Annahme nicht korrekt ist und wir instant gewonnen haben, dann, ja, ist es halt so. Weil in dem Fall muss man ganz ehrlich sagen, das hier ist Mission Nummer 3 und Part 21. Und hin und wieder muss man halt dann einfach auch argumentieren mit... Ah, wir haben kein Holz, aus irgendeinem Grund. Damit dass das Projekt dann sonst ewig und 3 Tage dauert, wenn wir den jetzt versuchen, in weiteren 7-8 Parts oder sowas klein zu kriegen. Deswegen machen wir das jetzt einfach auf die Art und Weise, um die Mission, ja, auch mal zu Ende zu bringen. Irgendwann ist einfach genug dann. Genug Aufwand, der dann in eine Mission fließt. Respektive, solange die bauen, können wir ja doch ein bisschen... ein klein wenig, ihr hört's auf, ein klein wenig Stress und Druck machen. Spricht ja nichts dagegen. Du kommst eigentlich mit runter. Bauen wir mal einen vorgelagerten Hafen, dass wir mal ein bisschen mit Imperialzeitschiffen kommen können. Könnten wir rein theoretisch... Okay, können wir nicht das Schiff irgendwie ans andere, irgendwie ins Mittelmeer ziehen, aber wir kommen hier ja nicht durch, ne? Jo, ein kleines Häfchen. Was ist so? Und was auch momentan noch dazu kommt, ist, ich möchte ganz gerne heute noch ein paar andere Sachen aufnehmen als nur Age of Empires 2. Ich habe nämlich irrsinnig Bock auf Rome Total War 2 momentan. Ihr könnt es doch ein bisschen heilen. Ja. Das erledigen die Hellebardiere. Das kommt weg. Das kommt weg. Die kommen weg. Dass wir dann noch ein paar Schiffchen unterbringen.
Irgendwo da haben wir ja noch eins. Ja. Und hier oben gibt es Technologie. Der Scout kann eigentlich weg. Du kannst ebenfalls weg. Dann holen wir uns ein paar Schiffchen und gehen einmal ein bisschen offensiver vor. Auf sie. Denn, wer von euch schon mal auf diesem Kanal bei den Playlists unterwegs war, und vielleicht das LP mit von Pharao mal von mir gesehen hat, mit Iolaus. Weil, ganz ehrlich, See ist doch schön. See ist doch schön. Hat's die Schiffe jetzt einfach schon zerlegt? Bonjour. Und wir haben ja hier eh unsere Gefechte, also wir sind jetzt nicht so weit, dass wir da herumlähmen und dem Kampf aus dem Weg gehen. Wir kämpfen nur zu etwas anderen Bedingungen als im letzten Part. Einfach, sonst wird das eine Ewigkeitsmission. Ah, das kann sein, dass da Feuergaleere aktiv war. Wir ziehen uns ein bisschen zurück. Und können wieder ein paar Helepadiere holen. Komm, wir können da drüben eigentlich einmal ein bisschen überfallen. Angriff in die Flanke. Liebe. Mit der Macht der Liebe. Liebe. Naja. Prêt, Artisan. Artisan. Artisan, liebe Leute, Artisan. Was ist so? Ja, du buchst mal weiter. Oder so. Jo. Dorfbewohner Raid. Dorfbewohner-Raid. Vor dem Dorfzentrum habe ich auch keine Angst. Ja. Alle wegmachen. Di-d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 i. Oh, es packt gerade. Ja. Shit.
Haben wir eigentlich. Ja. Chemie, Chemie. Chemie und die Macht der Liebe. Kleiner Paladinsturm. Gut, da steht nur einer vom Langobarden herum. Warum nicht? Es geht uns das Holz ein bisschen aus. Fisch. Café. Jo. Oui. Bûcheron. Café. Pastisseur. Ja, gut. Rückzug. Ja, Sam. Oh ja. Rückzug in den Schutz der Burg und zu den Hellebardieren. Hey. Bonjour. Und jetzt. Ohe. Irax. Jo. Komm. Was ist so? Eine schöne Materialschlacht. Gut. Zurück. Zurück zu ganz viel Liebe. Nur ein paar Paladine. Also. Oh ja, sehr. Da. Weg blockieren. Genau, wir haben heute einfach unsere. Jetzt kommt er. Wow. Jetzt kommt er. Ich kehre da einfach einmal. Bogenschützen. Vielleicht sogar wieder die Armbrustschützen, wenn die einfach billiger sind. Wenn der mit den Mönchen schon so brav hier reinläuft, dann. Dann liebe ich das, ja genau. 90%. Falls wir jetzt doch gleich instant gewonnen haben, dann könnte das eine etwas kürzere Folge werden. Unter Umständen. Rückzug. Paladine laufen voraus, die Hellebardiere decken den Rückzug, respektive opfern sich vermutlich. Jo, 97. 904. Ja, nein.
So, haben wir gewinnt? Ja. Ja, okay. Okay, also doch kein Niederlagentimer, doch kein Siegtimer, der runtertickt. Am Weihnachtstag des Jahres 800 kniete Karl zum Gebet vor einem Altar in Rom nieder. Als er seinen Kopf neigte, setzte ihm der Papst zu seiner Überraschung eine juwelenbesetzte Krone auf. Er wurde zum römischen Kaiser gesalbt. Ja, yeah. Und wir haben 104 Jahre länger gebraucht, ne? 3 Stunden. Okay, dann würde ich an dieser Stelle ganz gerne zu... Wow. Zu einer winzig kleinen Nachbesprechung kommen. Weil das in dieser Mission relativ, ja. Weil das in dieser Mission relativ offensichtlich finde. Also, das hier ist eigentlich der erste Run, also man könnte sagen First Try. Nur, ich habe natürlich wie üblich ein paar Dinge nicht gewusst, wie man die Mission angeht. Und wenn ich diese Dinge halt eben gewusst hätte, dann wäre das hier anders verlaufen. Vor allem würde ich habe ja zu Beginn einen Angriff gegen die Langobarden ins Feld geführt, der abgewehrt wurde. Den hätte ich mir gespart an dieser Stelle und einfach viel früher bei den Sachsen Druck gemacht. Also die Sachsen sind die ersten, die praktisch weg müssen. Dadurch schafft man sich dann ein schönes Hinterland für Ressourcen, da wären Berries sogar gewesen, für Gold und Holz. Die Awaren wegmachen ist ebenfalls eine gute Idee, einfach weil dann Ruhe ist hier von rechts. Und wenn ich vorher gewusst hätte natürlich, wo diese Gelehrten sind, das ist auch was man schon viel früher hätte tun sollen. Vielleicht sogar als erstes vielleicht sogar hier durchbrechen, sich den Gelehrten holen. Das hier drüben, der in Großbritannien, ist jetzt nicht so die große Sache, da muss man einfach wissen, dass der da ist. Genauso könnte man auch hier mit Karl aus dieser Richtung durchs langobardische Lager einfach durchreiten. Weil dann findet man hier den dritten. Genau, 1, 2, 3 und der vierte ist in Rom. Und dann kann man einfach viel früher das Voranschreiten in die Imperialzeit machen und dann ist der Umayyade vielleicht auch nicht ganz so stark, ne? Weil hier hätten wir jetzt natürlich noch uns länger mit dieser Map beschäftigen können. Ich hätte ein bisschen offensiver noch von See aus angreifen können. Und mit einem Zangenangriff hätte man dann natürlich arbeiten können von hier und von hier. Aber das wäre eine ziemlich stressige und längerfristigere Geschichte noch geworden. Deswegen, ja, der Weg jetzt der Switch um auf den Weltwundersieg. Jo, wie gesagt, ich spiele die Maps hier blind und deswegen, jo, muss man sich seine Strategien währenddessen im Spiel überlegen. Und ja, ich habe halt diesen ersten Run durchgezogen, weil er einfach noch nicht ganz verloren war. Und das ist halt das Endergebnis, dass wir diese 6 Parts, glaube ich, waren es jetzt insgesamt gebraucht haben. Aber gut, ist ja eigentlich schon ein Qualitätskriterium dieses schönen DLCs, dass einfach viel Substanz in den Missionen drinnen steckt. Gut, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Das nächste ist Ragnar 850. Die Wikinger. Dann hier unten 859 und 870. Also wir haben 3 Missionen vor uns, die sich im 9. Jahrhundert befassen. Bevor es langsam geht, gut, ich glaube in Otto zählt man auch noch ins Frühmittelalter, bevor es langsam Richtung Hochmittelalter geht. Seldschuk. Ah ja. Okay, dann soll es das gewesen sein mit der werten Mission Nummer 3 und jo, welche Abenteuer uns mit Ragnar Lodbrok erwarten. Mit der vierten Mission sehen wir dann einfach beim nächsten Mal.
Mit diesen Aussichten verabschiede ich mich. Ich bin der Doc von Gfunden Games und ich sage grüß euch und tüdelü.